Hey, schön, dass du wieder hier bist hier am Samstag. Heute soll es darum gehen, was es braucht, um anziehend auf eine Frau zu wirken. Und ich komme gerade vom Laufen, bin gerade laufen gewesen eine Stunde. Siehst du vielleicht, ich bin ein bisschen verschwitzt noch. Und ich wollte euch allen da draußen noch einmal klar machen, was das Wichtigste ist, dass du tun solltest, wenn du anziehend auf Frauen wirken möchtest, wenn du Frauen anziehen willst. Ich habe das öfter in meinen Videos gesagt, ich habe es in meinem Buch Die Zeus-Methode gesagt, ich habe es in meinen Online-Programmen gesagt, aber jetzt hier an dieser Stelle noch einmal, das eine Ding, die eine Sache, die dich mit Frauen erfolgreicher machen wird als fast alles andere, was du tun kannst, ist Herausforderungen. So wie ich gerade unterwegs war und gelaufen bin und mich wirklich herausgefordert habe, über meine Grenzen gegangen bin, denn es war wirklich sehr anstrengend. Ich habe alles gegeben. Ich hätte, glaube ich, noch mehr geben können, aber ich bin eindeutig über meine Grenzen hinausgegangen, habe mehr gemacht, als ich sonst gemacht habe und habe auch am Ende, als ich fertig war, so einen Freudeschrei rausgelassen im Park. Und das ist ganz wichtig. Nicht der Freudeschrei, aber die Tatsache, dass ich eine Herausforderung wahrgenommen habe, dass ich über meine Grenzen gegangen bin. Wenn du die Zeus-Methode gelesen hast, dann sage ich dir da, dass du dir jede Woche, also dass du dich, jeden Sonntag hinsetzen sollst und dir drei Herausforderungen für die nächste Woche suchen sollst. Einfach Dinge, die dich ein kleines bisschen über den Rand deiner Komfortzone hinausbringen. Es geht nicht darum, dass du so weit hinausgehst, dass du nicht mehr handeln kannst. Angenommen, ich laufe normalerweise eine Stunde und jetzt habe ich mir vorgenommen, 3 Stunden zu laufen. Das ist vielleicht einfach etwas weit über den Rand, aber ich kann mir vornehmen, 1,5 Stunden zu laufen. Das ist über meinem Level, aber doch noch machbar. Und das ist wichtig, weil du lernst nichts, wenn du es übertreibst, wenn du zu viel willst. Dann wird kein Wachstum dabei rauskommen, aber stell dich regelmäßig neuen Herausforderungen und mach die Dinge nicht so halbarschig. Dazu tendiere ich auch selber immer. Es ist nämlich viel einfacher, Dinge halbarschig zu machen, aber du wirst nur diese wirklich männliche Ausstrahlung bekommen, du wirst nur Anziehung gegenüber Frauen erzeugen können, wenn du in deiner Männlichkeit auch zu Hause bist und da kannst du nur zu Hause sein, wenn du dich regelmäßig Herausforderungen stellst. Und für jeden Mann sieht das anders aus, für jeden Mann sind andere Dinge Herausforderungen. Es geht nicht darum, dass du besser bist als alle anderen, es geht nur darum, dass du versuchst und dir vornimmst, besser zu sein, als du vorher warst. Dass du jeden Tag versuchst, ein bisschen besser zu sein, jeden Tag versuchst, ein bisschen über das, was du eigentlich kannst, über das, was eigentlich möglich ist, hinaus zu pushen, hinauszudrücken und dann wirst du dich auf Dauer weiterentwickeln, dann wird auf Dauer deine Männlichkeit gestärkt und du wirst merken, wie anziehend du auf einmal auf Frauen wirkst. All die Männer, die ich getroffen habe im Laufe meiner beruflichen Laufbahn, alle Männer, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die große Schwierigkeiten hatten mit Frauen, das waren immer Männer, die sich kaum Herausforderungen gestellt haben, die sehr verweichlicht waren. Oft sind die bei ihrer Mama alleine aufgewachsen, so wie ich auch. Und man wächst da in einer sehr sicheren Umgebung auf, was sehr, sehr schön ist, aber da fehlen oft die Herausforderungen, die dann doch eher der Vater einem stellt. Und das solltest du einfach selbst nachholen, denn wenn du wirkst wie so ein Weichei, wenn du einfach schwach und weich wirkst und dann ist das in Ordnung, du kannst ja gerne so wirken. Das klang super bewertend jetzt, aber das sollte gar nicht so bewertend sein. Du kannst ja gerne so sein, aber dann musst du auch akzeptieren, dass du wahrscheinlich nicht besonders anziehend auf Frauen wirkst. Ja, Dinge wie, wenn du zu Hause bei deiner Mama wohnst oder bei deinen Eltern und du könntest ausziehen, dann zieh aus. Stell dich der Herausforderung alleine zu leben, wachse daran und scheu dich nicht davor. Wenn du rausgehen willst und fremde Frauen, also Frauen kennenlernen möchtest, dann piss dich nicht ein, wenn du auf die Straße gehst und wenn deine hübsche Frau dir vorbeiläuft, sondern geh einfach mal hin und sag Hi, so das ist ja wohl möglich. Das ist ja wohl gerade noch so über dem Rand deiner Komfortzone. Und wenn nicht, dann geh hin und frag nach dem Weg oder weiß nicht, geh hin und gib ihr ein Blatt, das du vom Baum abgerissen hast. Mach irgendwas, Hauptsache du machst einen Schritt in die nächste Richtung, einen Schritt raus aus deiner Komfortzone in allem, was du tust. Und in je mehr Sachen du das machst, in je mehr Sachen du einen Schritt über deine Komfortzone hinausgehst, desto stärker wirst du wachsen, desto schneller wirst du wachsen, desto ein stärkerer und krass wirkenderer Mann
wirst du werden, ein polarisierender Mann, denn dann bist du ganz hier auf der Skala von männlich zu weiblich, du bist hier auf der sehr männlichen Seite und ziehst einfach weibliche Frauen an. Frauen werden von sehr männlichen Männern angezogen und es gibt nicht so viele da draußen, weil heutzutage stellen sich die meisten Männer lieber nicht den Herausforderungen. Es gibt auch viele, die es tun, würde das gar nicht sagen, aber viele machen es auch nicht und du solltest es tun, wenn du erfolgreich mit Frauen werden willst. Schön, dass du dabei warst. Ich werde jetzt mit einem Coaching-Kandidat telefonieren. Da freue ich mich schon drauf. Toll, dass du hier wieder dabei warst am Samstag. Hier mal direkt eine Message, direkt nachdem ich was getan habe. Ich fühlte mich inspiriert, das zu machen. Es hat vom Zeitpunkt her gepasst. Schön, dass du dabei warst. Meine Augen brennen. Unten links kannst du den Channel abonnieren. Unten rechts kommst du aufs Quiz, in dem du erstmal rausfindest, wie attraktiv du auf Frauen wirkst und in dem ich dir dann auch zeige, wie du noch attraktiver auf Frauen wirken kannst. Und oben geht's zum letzten Video auf diesem Channel. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns wieder am Donnerstag. Bis dahin wünsche ich dir ein geiles Wochenende. Stell dich Herausforderungen, verdammt meine Augen. Und wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao.